Aufzeichnen und starten in einem neuen Stream mit Schnellschmeichern. Wie immer. Ja, und dann geht los. Ich glaube, ich habe gestern ja noch alles gemacht, was ich machen musste. Also die Taschen einmal leer gemacht. Ich guck mal ganz kurz, was unser Inventar sagt. Unser Inventar sagt, wir sind leer. Das ist schon mal gut. Dementsprechend können wir auch direkt loslegen. Für alle, die sich fragen, Level 68 bin ich. Das hat man gerade, glaube ich, nee, habt ihr nicht gesehen. Doch, da seht ihr das. Level 68. Geskillt in Glück, mit ganz viel Glück. Und so ein bisschen andere essentielle Sachen. Schloss knacken, hacken, hier Rüstung schmieden. Pipapops. Ja, und dann würde ich sagen, gucken wir uns die letzten Orte an. Denn wir haben hier im Mittelfeld der Karte, rund um Good Neighbor, noch einiges, was wir uns nochmal anschauen können. Nämlich, hier ist ja absolut Highlife in allen Gassen. Und da haben wir gestern noch ein Gebäude entdeckt, und zwar das Massachusetts State House. Da waren wir gestern noch nicht drin. Wir haben ja gestern so die Ecke so ein bisschen hier gemacht. Und wie gesagt, hier haben wir auch noch ein bisschen was, was wir uns anschauen können. Und da würde ich heute ganz gerne hin. Und als erstes natürlich nicht die Quest mit Silver Shroud. Das machen wir eventuell zum Ende. Deswegen gehe ich auch heute nochmal in Power-Rüstung. Unsere schöne pinke Power-Rüstung. Männlich pink, nicht weiblich lila. Und dann kann ich nämlich mehr looten. Und kann eventuell nochmal mit dem Jetpack irgendwo rumknattern, wo ich sonst nicht hinkomme. Deswegen nehmen wir die einfach mal mit. Wackelpuppen fehlt uns tatsächlich nur noch eine. Wo immer die auch ist. Ich glaube, Robin meinte, die sei irgendwo in der Hauptstory. Deswegen haben wir im Moment nur 19. Und die letzte werden wir wahrscheinlich noch bekommen. Comics sind wir jetzt irgendwo über 90. 95, um genau zu sein. Ne, 20, 40, 60, 80, 85, 90, 95 Comics. Genau, wir sind bei 95 Comics. Und hier drüben ist unser kleines Lager mit den anderen Rüstungen. Klar, im Moment trage ich die, die am besten optimiert ist. Das ist die X01 MK6. Und Zahnkasch obendrauf. Mit Herzchen. Zahnkasch, bei dir bin ich auch gar nicht sicher. Willkommen zurück oder willkommen zum ersten Mal? Ach, wie auch immer. Pinke Power Ranger Grüße an Zahnkasch. Und Dankeschön obendrauf für den Support, den du mir damit gibst, der Community. Und ich wünsche dir viel Spaß hier im Club mit den Emotes. Oh Mann. Also, weißt du, so, und wir wubbeln los. Wenn's um Geld geht, Sparkasse. Sparkasse heißt das. Mann, Sparkasse. Nicht Sparkasse. Die lernen das aber auch nie. Diese Sparkasse. Ich glaube, die Schaufel rahme ich mir ein, mit der ich mich da verbuddelt habe. Aber jetzt bin ich eigentlich rot geworden. Ich habe mich zumindest so gefühlt. Zum ersten Mal. Dann willkommen zum ersten Mal, Soundgash. Dankeschön und viel Spaß mit den Emotes. Dankeschön. Apfelmus-Junkie, sei gegrüßt. Und Window, du natürlich auch. Nein, die ist männlich pink. Männlich herb pink. Wenn sie jetzt weiblich rosa wäre, dann würden wir uns Gedanken machen. Aber zum Glück ist es ja dieses männlich herbe Pink. Wo ist denn da der Unterschied? Markus, die kannst du, wenn du alles genau durchsuchst, in deiner Hauptmission finden. Ja, also erstmal nicht, weil wir machen ja heute noch keine Hauptmission. Die Watt-Einstellung ist, wie gesagt, immer abhängig vom Ohmwert-Fatal. Und ich habe im Moment keinen Verdampfer auf 0,5. 0,3. Also ich würde es immer so dampfen. Das ist so meine Faustregel. Guckt gar nicht drauf, was andere dampfen. Es muss erstmal euch schmecken. Und die Wattzahl stelle ich immer der Ohmzahl so entsprechend ein, dass unterm Strich für den Anfang 3,5, 3,6 Volt rauskommen. Damit dampfe ich den Kopf so ein bisschen, wenn ich ihn gerade frisch gewickelt habe oder einen neuen reinmache, ein. Wenn der halt nicht kokelt und alles gut ist, gehe ich hoch auf 3,7 Volt. Also erhöhe die Wattzahl, dass 3,7 rauskommt. Kokelt nicht, kannst mal 3,8, 3,9, 4,0 ausprobieren. Und da so den Wohlfühlspot finden. Also ich würde da gar nicht so auf Zahlen halt achten. Weil das ist keine exakte Wissenschaft. Es muss dir halt schmecken. Das kann halt mal bei einem Kopf mehr sein. Das kann bei einem Kopf weniger sein. Wie gesagt, legt halt nicht so auf die Zahlen fest. Ach so, die leeren Rüstungen.
Ja, die muss ich noch irgendwann zusammenbauen, Window. Ich habe super viele Klamotten noch in der Kiste, allerdings keine kompletten mehr. Also ich könnte jetzt eine T45, 51, 60, X01, Power Ranger zusammenwürfeln. Aber ich habe die halt gerne in einem. Und hier haben wir, glaube ich, Meyerlurks. Das klingt auf jeden Fall verdächtig nach Meyerlurks. Ich guck nochmal. Ja, klar, das lokale Recording läuft. Das habe ich nicht vergessen. Und Framedrops habe ich keine. Perfekt. Und dann gucken wir uns mal hier die Butze an. Oh, dieses Getrappel macht mich schon wieder nervös, weißt du? Da ist schon wieder irgendwo hier oben. Da sind garantiert Meyerlurks. Die kommen ja hier irgendwo gleich runter. Und ich habe keine Ahnung wo. Aber hier ist ja auch alles zu. Das heißt, ich muss ja hier rum. Da ist nämlich die Rampe. Kann hier eventuell nochmal gucken. Da ist aber auch nichts. Und dann geht's hier die Rampe. Ne, da geht's nicht die Rampe hoch. Wo geht's denn hier überhaupt hin? Hier. Okay. Dieses Krabbeln macht mich wuschig. Ah. Was war das denn? Meyerlurks, der Granaten schmeißt? Was war das denn schon wieder? Ach hier, Granatenauslöse-Ding. Okay. Ah. Ich habe da, glaube ich, jetzt 80 Mal durchgeschossen. Es geht gar nicht. So, was haben wir hier? Eine Kochstelle. Tote Menschen. Statehouse-Notiz. Ja, da gucke ich mal rein. Ah, erstmal ins Terminal ganz kurz. Was? Hunde rüsten? Wie kann man den Hund ausrüsten? Du findest bei zum Beispiel Gunnern oder Raidern Hunde. Und was die Hunde dort anhaben, kannst du den Hunden ausziehen. Also eine Hunderüstung, eine Brille, ein Halstuch und einen Helm. Das legst du deinem Hund ins Inventar und drückst einfach hier bei der Konsolenversion Dreieck fürs Ausrüsten. Und kannst den dann dementsprechend die Klamotten halt anziehen. Ich weiß nicht, welche Taste auf der Xbox ist. Das müsste Y sein und auf dem PC, keine Ahnung, wenn du mit Keyboard spielst, da muss es eine Taste geben, hier ausrüsten. Dann kannst du den dann anziehen und dann ist der Hund halt fesch gekleidet. So, da haben wir. Achso, die Notiz, Statehouse-Notiz, wo war die denn? Inventar. Wir haben so viel. Statehouse, PQR, PPQR, Salzsäure. Statehouse-Notiz. Wenn das jemand liest, bin ich wahrscheinlich tot und mein Plan hat nicht funktioniert. Eine Gruppe Raider hat mich zum Massachusetts Statehouse gebracht und mich gezwungen, die Wertgegenstände in diesem Gebäude zu finden. Wer hätte gedacht, dass es mich mal erwischen würde, weil ich lesen kann. Ich glaube, ich werde so lange am Leben bleiben, wie ich ihnen das gebe, was sie hören wollen. So. Die Wertgegenstände. Aha. Nee, Fraktale, das habe ich gestreamt. Dit habe ich gestreamt. Evil Within, dann werde ich nicht nochmal spielen. Also nicht nochmal streamen. Nee. Einmal reicht. Zumal das Spiel auch nicht ganz so gut war. Leider. Außer die ersten 7 Kapitel. Die waren gut. Der Rest war nicht ganz so gut irgendwie. Was ist das denn hier für ein Gebäude? Ne, hab auch eine PS4. Gut, dann Dreieck. Zweifacher Schaden. Piu piu. was ich mich gerade frage, das frage ich mich gerade. Ob der Stealth-Perk tatsächlich auch in der Power-Rüstung wirkt, da bin ich mir gar nicht sicher. Müsste man nochmal ausprobieren irgendwann.
Ah, ne, das ist hier oben. An diesem Ort war ich heute. Ich werde was erwarten. Was? Ich werde was erwarten. Was soll es wahrscheinlich heißen? Ja, mal gucken, ob ich hier noch was finde. Im Moment sieht es noch recht mau aus. Nee, also Fraktale, da werden wir tatsächlich dann eher Resident Evil 0 und Resident Evil 1 halt spielen, aber nicht nochmal Evil Within. Dit lohnt sich nicht. Ja, Kopfteil gibt's immer noch nicht, keine Ahnung. Irgendwie, Kopfteil ist echt das Raste hier in diesem Spiel. Haben wir hier oben noch was? Ja, haben wir noch Patronen. Haben wir nix. Okay. Was ist das? Kartoffelchips? Nee, Schreibmaschine nehme ich mit. Da ist auch nix. Cold Zero. Mein liebstes Getränk ist wieder zurück im Moped Club. Und da bin ich mir relativ sicher. Cold Zero, willkommen zurück im Moped Club. Da macht Danny Grind mal einfach eine kurze Pause und dann kann Cold Zero auch mal hier wieder vorbeischauen. Cold Zero, willkommen zurück, Mann. Danke für den Support, den du mir damit gibst und natürlich auch Twitch und der Community. Viel Spaß hier wieder mit den Emotes. Das sieht aus wie ein Fahrstuhl. Ich bin wieder da! WB! Der Basti macht ja tatsächlich jetzt eine längere Pause, da warst du ja häufig. Ja, schade. Den habe ich halt nach meinem Stream immer ganz gerne geguckt und gehostet. Ich muss sagen, tatsächlich, er hat mir so ein bisschen dieses H1Z1 zumindest zum Zuschauen schmackhaft gemacht. Ich frage mich, was das hier ist. Weil normalerweise ist das halt gar nicht so meins, aber Basti präsentiert das halt ziemlich lustig, finde ich. Von daher, beim Basti kann ich mir halt immer ganz gut angucken. Kumpel von mir in der Party, du sollst Resident Evil Revelation oder 2 zocken. Ja, Resident Evil Revelation 1 gibt es nicht für die PS4. Ich würde erstmal ungerne die PS3 anschließen. Die steht nämlich, um genau zu sein, also da steht der Rechner und alles andere, die Xbox und die PS4. Und da unten steht... Oh Gott. Oh Gott. Upsa, ist das Ding schwer. Steht hier nämlich noch unangeschlossen. Tatsächlich noch die erste Fat Lady. Die ist halt noch nicht angeschlossen. Ich habe da links keinen Platz mehr. Ich wüsste nicht, wie ich die im Moment anschließen soll. Und Resident Evil Revelation 1 gibt es ja nur für die PS3. Revelation 2, ja, wäre denkbar. Das gibt es ja für die PS4. Und deswegen, also 1 ist erstmal unwahrscheinlich. 2 schon eher, wenn wir vielleicht mal alle Resident Evil Teile eh spielen. Also sprich Zero, das Remake, vom 1er das Remake, habe ich ja schon für die PS4. Da wäre das denkbar, dass man das halt irgendwann nochmal einschiebt. Wobei, Cold Zero, ich bin halt super schlecht in diesen Aiming-Spielen. Also ich glaube, ich würde dann sehr, sehr schnell noch salty, was ist denn die Steigerungsform von salty? Saltiger? Noch saltiger? More salty? Am saltigsten? Als Basti werden. Alter Schwede. Ich wäre halt auch verflucht schlecht da drin. Wahrscheinlich kann man die streamen. Du meinst über PlayStation Now, Subaru? Hat da eigentlich schon einer was von gehört? Haben die jetzt schon die Beta-Invites rausgehauen für PlayStation Now? Das wäre natürlich geil, wenn man das so was streamen könnte. Oder Demon's Souls. PS Now mit Demon's Souls, wenn das gehen wird und nicht laggt, von der PS4 streamen, dann machen wir Platin. Jetzt habe ich was gesagt. Jetzt habe ich was gesagt. Demon's Souls Platin mit PlayStation Now von der PlayStation 4. Eieiei. Warum habe ich das gesagt? Aber ich habe es gesagt. Guter Vorsatz für 2016.
Aber Voraussetzung ist, es darf nicht zu viel laggen. Also es muss spielbar sein. Ja, das müssen wir ja erstmal testen, wie dieses PlayStation Now halt prinzipiell funktioniert. Weil ich habe die Befürchtung, dass das doch ein bisschen laggy sein wird. Das ist so meine größte Befürchtung hier. Wir bleiben erstmal unten. Und gucken hier mal um. Aluminium kann das dann nämlich noch mit. Aber nie genug haben. Wir sind ja ganz schön runtergekommen hier. Geht's hier eigentlich noch weiter? Was haben wir hier? Pistole, brauche ich nicht. Computerterminal. Verbranntes Buch. Getrappel. Da komme ich nicht hin. Da gucken wir hier mal rein. Makinos, sei gegrüßt. Oh Mann. Ja, wie gesagt, da bin ich halt gespannt drauf, wie das grundsätzlich, ich glaube, das hatten wir schon, wie das halt grundsätzlich mit diesem PlayStation Now funktioniert. Ich würde mich freuen, wenn ich in die Beta komme, um es vorher mal testen zu können. Aber wenn ich halt nicht in die Beta komme, bin ich auch einer der Ersten, der es zumindest mal testweise einen Monat abonniert. Denn, das finde ich im Moment an der Xbox halt ziemlich geil. Ich habe es noch nicht genutzt, diese Abwärtskompatibilität, aber die Idee ist halt ziemlich nice, dass du halt die alten Konsolen nicht mehr anschließen musst, weil ich bin halt jemand, der gewöhnt sich halt sehr schnell an die Controller. Und wenn ich jetzt nochmal mit dem PlayStation 3 Controller spielen müsste, ich würde eine Krise kriegen, weil der PlayStation 4 Controller ist richtig gut geworden. Dasselbe gilt halt für den Xbox One Controller, der ist auch deutlich besser als der 360er. Das heißt, wenn ich mich an die beiden Controller gewöhne und dann auch immer noch mit dem 60er und der mit dem 3er spielen sollen müsste, das mache ich nicht so gerne. Morgen um 6 Uhr aufstehen. Was machst du morgen um 6? Ich hoffe nicht arbeiten oder so. Alter Schwede, das ist verdammt früh. Vor allem, wenn du morgen Abend feiern willst. Achso, da ist der Eingang, verstehe ich. Dann, wie gesagt, hau dich auch irgendwann ins Bett, mein Guter. Und das bist ja morgen hundemüde. Ja, erlebst ja den Rutschen gar nicht mehr. Wo musste ich hin? Ich musste da hin, ne? Und da ging es dann weiter. Und da ging es weiter. Nee, wo ging's weiter? Hier ging's weiter. Slash, war das gerade ein Xbox Elite Controller? Nee, Limited. Ich hatte mir doch, das Limited Forza Bundle geholt. Ich weiß nicht, ob man dieses Forza-Logo hier in der Mitte irgendwie so ein bisschen erkennen kann. Nee, ich glaube, das sieht man nicht. Da ist dieses Forza-Logo in der Mitte. Das ist halt dieses Forza-Pack gewesen. Der Vorteil hier war, der ist, hat hier auch so silberne Trigger und ist unten so ein bisschen perforierter. Hier ist so Raugummi. Der liegt ein bisschen cooler in der Hand, finde ich. Und es war schon der neue, der unten die 3,5 mm Klinkenstecker hatte fürs Headset, wie das auch die PS4-Dinger haben. Das heißt, hier kannst du einfach ein Headset dran schließen. Die erste Generation der Xbox One-Controller hatte das nicht. Deswegen habe ich gesagt, komm, dann holst du dir halt dieses Elite-Pack, nicht Elite-Pack, Entschuldigung, dieses Forza Limited-Pack. Und die Konsole hat dieselbe Farbe. Die ist auch in diesem Blau gehalten und wenn du den Start- bzw. Eject-Knopf drückst, macht das Ding Motorsoundgeräusche. Also bei Start geht der Motor an, hörst du so brumm, 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 brumm. Also so wie brumm, ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba, so ähnlich. Und wenn du die Disc auswirfst, wie so ein Geräusch, so ein hier Reifen-Anzieh-Moped, was du von der Formel 1 kennst, so weißt du schon, ne? Die Xbox macht halt Geräusche. Fand ich cool. Und Forza war halt dabei, Forza 6. Cold Zero, danke fürs Vorbeischauen, fürs Abonnieren, du Verrückte. Dankeschön. Ich wünsche dir halt einen schönen Rutsch morgen. Wie gesagt, rutsch nicht aus. Ich hoffe, du bist dann morgen Abend fit, um das zu machen, was du machen willst. Und bist nicht hundemüde. Dankeschön. Was? Hier sind ja Menschenmänner drin. Da ist nichts mehr. Was denkst du denn? Wobei der Elite-Controller erinnert mich so ein bisschen, muss ich sagen, den habe ich ja zumindest auf Bildern gesehen, Moxer. Der erinnert mich ja so ein bisschen an den Steam-Controller, kann das sein? Weil der ja unten auch quasi so Touch-Dinger hat.
Weiß ich nicht, ob das den Mehrpreis von roundabout 100 wert ist. Ich bin kein Pro-Gamer. Wer halt da einen Vorteil rausziehen kann aus dem Moped, okay, der soll sich so ein Ding holen. Für mich wäre es unnütz, so wenig, wie ich halt kompetitiv spiele. Und dann kann ich es noch nicht mal mehr auf der Pad schieben, wenn ich damit faile. Hier haben wir... Ach du Scheiße, hier haben wir die kleine Buchse-Kuchse. Die erste Kontrolle, mit der man zum TÜV muss. Ja, weil die halt so Geräusche macht. Da musst du bestimmt ab und zu auch Ölwechsel machen und so. Wo geht's hier hin? Ach, nirgendwo hin. Ganz schön runter hier gekommen, der Laden. Ganz genau, das meinte ich, Marv. Das meinte ich. Das lohnt sich im Endeffekt nur, wenn du wirklich sowas zu schätzen weißt. Das ist genauso, wenn ich mir jetzt einen SCUF-Controller kaufen würde, wo ich gerade mal ansatzweise weiß, was das ist. Ich würde das Ding nie nutzen. Also nie so nutzen, wofür es vorgesehen ist, weil ich dafür halt einfach viel zu noobig bin. Das ist genauso, wenn ich mir jetzt eine Maus hole mit 38.000 DPI und eine Tastatur mit Milliarden von Anschlägen, die du machen kannst. Brauche ich nicht. Was war jetzt? Klang ein wenig scary. Was ist denn da unten? Ist da... Warte mal. Was schießt denn da? Wo ist denn Hund? Und hier gibt's auch einen oben. Warte mal, ich speichere mal ganz kurz. Ich versuche mal da hochzukommen. Ich meine, wir haben ja ein Jetpack. Das müsste ja gehen. So, wo bin ich jetzt? Da war ich auf jeden Fall noch nicht. Die Frage ist, wie wäre ich hier nochmal hochgekommen? Da muss ich ja was übersehen haben. Also, heftig was übersehen haben. Oder ich wäre von unten nach oben gekommen. Das kann auch sein. Gehärtet Elite-Scharfschützengewehr, da brauche ich nicht. Tür entsperren, Meister. Ja, komm, gucken wir mal rein. Wir springen da auch gleich runter, keine Sorge. Ich will nur erstmal gucken, was hier oben ist. Ich darf nicht reden. Ich darf nicht lenken. Ich darf gar nichts. Hier. Was ist das denn? Das Jet wird dich nervös machen. Schätze, sie hatte recht. Also hier sind auf jeden Fall noch Moped-Männer. Tommy Shelley, wünsche ich dir auch. Danke fürs Reinschauen und viel Spaß beim selber zocken. Auf jeden Fall, komm gut rein und rutsch nicht aus. War hier noch nicht. Raider Atrium-Schlüssel. Keine Ahnung, wo ich bin. Macht Schluss, Jungs, ey.
Also dieses Layout habe ich noch nicht so ganz verstanden, wie wir da hätten anders hinkommen sollen. Aber vielleicht hätte ich da auch vorne einfach runterspringen sollen. Und ich habe jetzt einfach nur den Weg abgekürzt mit den Bunsenbrenner. Ach nee, Jetpack heißt es ja. Darf nicht reden. Ach Mann. Gigantinsel, sei gegrüßt. Was ist ein Scuff? Ja, wie Mox da das schon richtig schreibt. Das ist so ein modifizierter Controller von irgendeinem Hersteller mit zusätzlichen Schultertasten, die du irgendwie dann noch einstellen kannst. Also, damit sollst du halt besseres Handling haben und besser rocken können. Ich weiß es nicht. Und so ein Moped kostet, was kostet sowas, Moxer? 200, 300 Euro? Für die Konsole? Nichts. Zumindest sieht es verdammt nochmal danach aus. Also recht teuer. Und da stellt sich halt für mich immer die Frage nach Kosten-Nutzen. Und da ich es halt nicht brauche und auch nicht vermisse, brauche ich es nicht. Du hast ihn getötet. Hey. Ja, sicher habe ich ihn getötet, der stand ja auch im Weg. Achso, das ist die andere Seite, verstehe ich. Bist du sicher, dass du was gesehen hast? Ich hab den Arsch gefunden. Der Arsch ist aber weiblich. Die Ärsche. Oh, legendärer Muppetmann. Aua, ich sehe gar nichts. Geht denn hier ab? Ab geht die Party und die Party geht ab. Oh, du auch. Legendärer Muppet-Mann. Was hattest du denn gedroppt? Reduziert den Schaden beim Blocken oder Sprinten nachher? Nicht so spannend. Die droppen alle. Wieso haben die alle keine Kopfteile dabei? Man kann Scuff schon ab 120 bekommen. Ja, wobei schon ab. Was? Rip Yassi? War jetzt nur mal, wünsche ich dir auch, falls du es nicht bis zum Ende schaffst, natürlich auch dir einen guten Rutsch. Wieso Rip Yassi? Was? Hat Yassi gesagt, sie geht? Habe ich das übersehen? Ich hab's nicht gesehen. Wenn das so ist, Yassi, komm gut ins Bett in den Lurk-Modus. Ich hoffe, du hörst mich noch und schläfst nicht schon. Ich hab's nicht gesehen. Was? Kann euch nicht folgen. Das wär's. Chat? Was meintet ihr mit Rip Yassi? Helft mir. Bis um 3, wie immer. Puzzle, bis um 3. Heute auch wirklich nicht so lange mit überziehen, weil ja morgen Silvester ist. Da will ich einigermaßen fit sein. Ach, Mario bewirft sie mit Sachen. Ja, soll sie ihm einfach sagen, this princess is in another castle. Das Jet wird dich nervös machen. Soll sie dem Mario sagen. Recht. Mario hat mich misshandelt. Ach so. Na dann. Nur ein Geräusch. Nein! Nur ein Geräusch. Oh Mann. Hoffentlich sind es nicht wieder wilde Ghule. Wo kam der jetzt eigentlich her? Das ist eigentlich theoretisch unmöglich, wo der herkam. Okay, was soll der Scheiß werden? Ich muss eine Gehirnerschütterung haben. Ich sehe schon Geister. Aber hier ist auch Sackgasse. Ach nee, ist keine. Da geht's noch weiter. Ist das da oben ein Comic? Nö. Ja, aber so kommt wenigstens Schwung in den Kreislauf, Yassi, und du schläfst nicht ein. Mario, mach weiter. Das ist eine Falle, die mit Teddybären getarnt ist. Die gemeinen Teddybär-Fallen. Verdammt.
glaube, wir gehen tatsächlich jetzt falsch rum. Also im Sinne von, wir wären von der anderen Seite normalerweise gekommen. Also vom Runterspringen wären wir so rum hochgekommen. Kann ich mir vorstellen. Und durch den Jetpack haben wir jetzt quasi den Weg rückwärts aufgerollt. Aber egal. Aber Moxa, lohnt sich das? Was spielst du denn? Okay, also darf ich ja nicht sagen. Er hat ja gesagt, das soll unter uns bleiben. Moxa spielt ja in der ESL Pro Gaming Destiny. Da kann man das schon verstehen. Aber abseits davon, was spielst du noch, Moxa? Ach, oder kriegst du damit automatisch die Platin-Trophäe in Oddworld? Das kann natürlich sein. Das ist vielleicht auch ein Grund, dass ich es nicht hinkriege. Deswegen. Sag mir das doch vorher, Moxa, dass ich für Oddworld so einen Controller brauche. Verdammt. Deswegen hat er das geschafft. Das liegt nur am Controller. Das ist doch scheiße. Ja, finde ich auch. Ich brauche so einen Controller. Nö, Gigantinsel, eigentlich wirklich verpasst. Glaube ich nicht, also noch kein Loot gewesen. War halt das übliche Gelaber am Anfang und sonst sind wir hier in das erste Moped reingegangen und da sind wir immer noch in diesem State House. Und da war auch noch nicht so, dass man jetzt sagt, oh, das hat man aber noch nicht gesehen. Also da war auch noch nichts, ehrlich gesagt. Siehste, habe ich doch recht. Deswegen noob ich in Oddworld so rum. Mox hat da Platin gemacht. Was passiert hier gerade? Das war jetzt creepy. What? What? Wie ich schon sagte, wir hätten andersrum gehen müssen. Na egal, das ist ja kein Problem. Gehen wir mal zurück. Das heißt, da kommen wir gleich raus. Aber dann haben wir quasi den Weg schon fertig. Das heißt, wir müssen nur noch da runterspringen. Und sind dann fertig. Das hatte ich aufgemacht? Ja, das hatte ich aufgemacht. Wo ich hier dann wieder rauskomme. Ah, ich weiß wo. Was war das? Nee, hier nicht. Oben. Oben oder hier? Ja, da kam ich her. Okay, verstehe. Dann müssen wir gleich, wenn wir da rumkommen, den anderen Weg gehen. Verstehe ich. Ja, kriegen wir hin. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Wer ist da? So. Und darüber kommen wir auch. Ah, ja. Ah, jetzt, ja. Eine Insel. Ach, Hundi ist da unten. Okay, ich speichere nochmal. Marriott, dir auch einen guten Rutsch. Komm gut ins Bett. Upp. Ich
esse jetzt ein Kind, habe ich auch. Kinder-Nikolaus. Om nom nom. Einen habe ich noch. So, was haben wir hier? Firelurks! Da ist die Tür. Ich nehme mal so einen Stimpack. Hä? Ich habe Stimpack genommen und halt nicht. Was ist jetzt kaputt? Muss ich nicht verstehen. So, warum hält mich mein Stimmpack nicht? Ich würde gerne nochmal... Das geht. Und das geht auch. Ja, keine Ahnung, war verbuggt. So, die Tür ist zu. Das ist aber die Tür, die wir gesehen haben. Die müssen wir irgendwie hier aufkriegen. Gucken wir uns mal hier unten um, was es hier noch, sonst noch so gibt. Grüne Pilze. Nehme ich mit. Mehr grüne Pilze. Und noch mehr Pilze. Da ist ein Terminal. Mehr Pilze. Und viel mehr Pilze. Lötlampe. Oh, da liegt noch was drin. Warte, hier, da. Melex. Was ist das hier für ein Ort? Das ist ziemlich creepy. Ja, der ist ja immer schön verstrahlt. Ach Gott, oh Gott, 1000 Eier. Boah, hier wieder nicht triffst, Mann. Klein Wupsepupsels. Yassi! Also Assassin Girl, sei gegrüßt! Dragon Office, sei gegrüßt. Ah, hier sind noch viel mehr Eier. Wir brauchen Eier. Weg mit den Eiern. Hier sind noch mehr Eier. Wobei, ich weiß, glaube ich, was der Dicke war. Der dicke Bodenbeweger. Das war... Das Ding, was hier die Eier legt. Wette ich drum. Das sind so viele. Das sind so viele. Eieiei. Ja, komm, nehme ich hier noch mit. Können wir irgendwie Omelette draus machen? Omelette oder Schnitzel mit Ei. Oder Burger und Ei. Ei ist voll multifunktionsfähig. Kann man echt auch viel essen. Eier. Und John, sei auch gegrüßt. Ich glaube, dich hatte ich auch noch nicht, oder? Wo bin ich hier? Aha, das ist, glaube ich, tot. Ich bin von da gekommen, ging nach hier und wollte nach dort, glaube ich. Du wirst langsam paranoid. Da ist nichts.
ist ein Terminal. Was? Wer? Hey, hey, halt mal kurz die Klappe, ich hab was gehört. Ih, das ist aus dem Kopf von dem gekommen. Das Jet wird dich nervös machen. Schätze, sie hatte recht. Was? Wo ist das Sturmgewehr? Terminal. Ach ja. Beats Toaster Fabrik. Und when the man comes around. Alter Schwede, die tickt aber ganz gut, die Säure, die sie da spuckt. Auf 80% HP. Oh ja, und Stimpack. Und ich sehe irgendwas von Coco. Stauder sei gegrüßt. Cracky auch. Makinus hatte ich. Wangel hatte ich noch nicht. Gameplay hatte ich auch. Hatte ich. Bin ich nicht sicher. Coco sei gegrüßt. Also die Musik hier ist ziemlich, ziemlich gemein. Kann ich noch eine Braxo? Kleine Königin. Beats Toasterfabrik hat sie einfach mal weggewubbelt. Alles gut, Dragon Office. Ich hoffe, bei dir oder euch auch. Bin ja mal gespannt, was morgen wieder draußen in der Welt so abgeht mit Knall, Boom und Peng. War da vorne auch schon eine Mine? Ich weiß nicht, die habe ich gar nicht gesehen. Was war denn da hinten? Da war ich aber. Obwohl... War das gerade ein Erdbeben? Ich weiß nicht, ob du die Druckwelle von meinem Runterspringen meinst. Das macht auch immer so eine kleine Druckwelle. Aber da war gerade auch wieder so ein Sound-Effekt-Ding. Keine Ahnung, wie man das nennt. Jumpscare? Ja, es war ja kein richtiger Jumpscare. Sondern halt so ein anderes Ding. Auf jeden Fall hat die Musik halt angezogen. So, hier hatten wir zwei Wege. Und zwar... Nee, den hatten wir nicht. Hatten wir doch nur einen Weg? Ich reiß dir deine verdammte Kehle raus! So, die Frage ist, war ich hier? Ne, da muss ich ja eh lang. Muss ich da lang? Ist das dasselbe Ding wie hier? Ah ne, da ist zu. Ah, verstehe, da komme ich gar nicht lang. Also es gibt nur den einen Weg. Wegillusion. Versteckte Wand. Achso, hier ist aber noch ein Stimmfuck. Und eine Patrone. Huch, irgendwie ist die Kohle heute immer an anderen Stellen. Falga sei gegrüßt. Griever auch. Und, also für mich, DK, lohnt sich's auf jeden Fall. Also wir spielen es jetzt 150, 160 Stunden. Also das haben wir gestern schon mal ausgerechnet. Dat, also für mich auf jeden Fall. Du musst natürlich solche Spiele mögen. Ich meine, schaust dir einfach ein bisschen hier an und entscheide dann selbst. Das ist halt immer schwer zu sagen, ob ich dir das empfehlen würde. Ich kenne halt deinen Spielegeschmack nicht. Das musst du halt quasi selber wissen. Wenn dir halt gefällt, was du siehst, dann kaufst dir. Wenn es dir nicht so zusagt, dann erstmal über nicht. Kann man halt immer so schwierig halt... Hast du das gehört? ...sagen. Aua!
Da, so ein Hund, der hat halt so eine Rüstung an. Wo bist du denn? So, was hat das für Rüstung an? Ja, Hundehelm, schwere Rüstung. Die könntest du jetzt halt ausziehen und deinem Hund dann anziehen. Dampferfrage, was haltet ihr von der Eistick 100? Prinzipiell, als sie rausgekommen ist, war es ein gutes Gerät. Ist es auch nach wie vor. Ich habe sie auch noch. Das Problem ist, mittlerweile gibt es relativ gute Preisalternativen. Dass du halt gar nicht unbedingt das Moped nehmen brauchst. Deswegen, da müsste ich auch nochmal mit meinen Mod-Kollegen reden, ob man das Ding einfach noch empfehlen kann. Ich weiß nicht, ob Spike gerade da ist. Ich habe den noch nicht schreiben sehen. Wahrscheinlich lootet der gerade die Küche. Um es nämlich mal so zu sagen. Die Eistick kostet roundabout 35, 40 Euro, wenn du sie günstig kriegst. Mit Pech zahlst du 50. Hat keine Temperatursteuerung, passen nur zwei Akkus rein. Du kriegst die Wismac für 49, da passen drei Akkus rein, die hat Temperature Control. Da wird das Eis dünn für die Eistick. Also wie gesagt, von daher ist die Frage, ob sich da die Eistick für den Preis halt tatsächlich noch lohnt. Ich würde fast sagen, sie lohnt sich halt nicht mehr. Ja, weil halt der Preis nicht nach unten angepasst wurde. Was eventuell noch was ist, das müssen wir noch abwarten. Ich habe die Minigun mitgenommen. Ich habe die Power-Rüstung mitgenommen. Ja, komm, ey. Warte mal, die Minigun will ich auf jeden Fall loswerden, da habe ich schon genug. Die schmeiße ich raus, die wiegt ja wieder Tonnen. 27, bub. Vor allen Dingen kommt jetzt von Joytech noch eine neue Box. Ich glaube irgendwas mit Cuboid oder so. Ich weiß gar nicht, wie ich das richtig ausspreche. Auch mit Temperature Control. Zwei Akkus, also zwei 18650er. Soll preislich, Einführungspreis kannst du es im Moment zumindest im Ausland pre-ordern für 35 Dollar. Wenn das dasselbe oder 39 in Euro kostet, schlägt das Ding die Eistick auch locker. Also das heißt, die Eistick war halt so die erste ihrer Art. Da war sie auch gut. Mittlerweile haben halt die anderen nachgezogen. Vom Preis bzw. vom Funktionsumfang. Deswegen weiß ich nicht, ob ich die nochmal holen würde, weil es halt einfach mittlerweile die Alternativen am Markt gibt. So, jetzt habe ich lange genug darüber referiert und wahrscheinlich alle Leute zu Tode gelangweilt. Sorry für den Dampfer-Talk, wir kommen da halt ab und zu immer mal wieder drauf. Und irgendwie vermisse ich hier noch ein Comic. Also, dass hier kein Comic in der Butze ist, kann ich schon fast nicht glauben. Also ich habe weder Fallout 3 gespielt, noch New Vegas, das kommt irgendwann. Also erst 3, dann New Vegas. Und New Vegas, wie gesagt, haben ja einige gesagt, sei nicht so geil, hat es nie gegeben. Aber wie gesagt, das würde ich schon ganz gerne mal anstreamen, um zu gucken, ich weiß, wo wir sind, da ist der Fahrstuhl, um zu gucken, ob es wirklich so schlecht ist oder ob es nur schlecht geredet wurde. Und wir haben wirklich keinen Comic gefunden. Das ist ein bisschen schade. Es geht sogar nach unten. Waren wir hier jetzt schon? Ich glaube, wir waren hier schon. Ich glaube, wir waren hier.
Ups. Ach so. Ich glaube, wir waren hier. Ich habe den Shortcut gefunden. Ja, gut, kein Comic. Ist das Ding dann abgeschlossen? Ne, abgeschlossen ist es nicht. Naja, egal. Wir haben es einmal durchgeguckt. Ich meine, weiß nicht, ob ich irgendwas übersehen habe. Wüsste jetzt nicht wo. Kennt ihr das mit dem Jet? Ja, ich sammle die auch nur auf und benutze die nie, Smokey. Aber ich hab sie. Kann eventuell so einen Drogenstand irgendwann aufmachen und die alle verkaufen. Keine Ahnung. Oder ich gebe sie der Oma. Die steht ja auf solche Klamotten mit ihrem fünften Auge. Slipknot, sei gegrüßt. Und dein Englisch ist Note 12. 12 Punkte oder Note 12? Kommt's gar nicht klar. Ja, ich spiele auch lieber auf Deutsch, weil ist halt meine Muttersprache. Das fällt mir halt deutlich, deutlich leichter. So, was haben wir denn hier noch offen? Da ist noch irgendwas. Und da ist noch ein goldenes M, also quasi McDonald's. Dann gucken wir mal da lang. Ich liebe dieses Boosten. Note 12. Ja, wobei Englisch verstehen, sage ich ja bei mir, ist immer ganz okay. Was halt gar nicht geht, ist halt sprechen, weil ich es einfach nicht gewöhnt bin. Dementsprechend tue ich mich da relativ schwer. Und natürlich Pronunciation. Was ist hier? Die Friedhofsgang? Old Granary, da fängt es nämlich an. Old Granary Byring? Buring? Level up. Und das nächste Level geht natürlich weiter in Steestar Stealth. Du bist beim Schleichen 50% schwerer zu entdecken und Laufen wirkt sich nicht mehr negativ auf die Tarnung aus. Jawohl, ja. So. Das heißt, ich bin jetzt... Ja, das müssen wir mal testen mit diesem Versteckt. So, was habe ich jetzt hier entdeckt? Benjamin Franklin oder so. Keine Ahnung. War der in Boston? Keine Ahnung. Achso, Klebeband nehmen wir noch mit. War auch unspannend. King und Bartok, seid gegrüßt. Fallout, Fraktale, Fallout. Gefolgt von Bloodborne, gefolgt von Witcher 3. Schlechtestes Spiel für mich, beziehungsweise Enttäuschung des Jahres, Metal Gear Solid 5. So, jetzt ist die Frage. Gibt es hier einen Eingang? Sieht nicht so aus, ne? Habe ich denn jetzt hier entdeckt? Old Granary Burying Ground. Was heißt das? Friedhof oder was?
irgendwas. Was ist das hier? Park Street? Da waren wir. Da sind wir ja irgendwie zu dieser... Ne, ihr wisst wohin gekommen. So, was ist denn dieses M hier? Hä? Wo ist denn das M? Also eigentlich müsste ich genau bei diesem M sein. Also erstmal mache ich hier das Ding weg. Markierung. Nein, lass mich die Markierung einfach bitte wegmachen. Nein, wieso geht das denn nicht? Oh, weißt du, dann machen wir das hier hinten. Ist mir auch egal. Markierung entfernen. Dankeschön. So, was ist dieses M? Und wo ist das M? Also egal, es müsste... Die haben es auch gar nicht übertrieben, ne? Hier mit diesen ganzen komischen Dingern hier. Ja, vor allem, dass das M hier... Also spoilert mal. Was ist dieses M? Ist dieses M die Station hier? Diese Park Street Station? Weil dieses Symbol ist... Ach, oder ist das das M? Ah, das ist das M von der Park Street Station. Ah, okay. Ah, jetzt verstehe ich. Das hat ein anderes Symbol als auf der Karte. So, dann haben wir da vorne noch ein Haus. Franzi, sei gegrüßt. Ich hoffe, dir geht's wieder besser. Nur bei dir Standbild? Ich habe keine Frame Drops. Alles gut. Alles gut. Wobei, was ist das denn da? Ja, Metro, das ist diese Station. Das haben sie dumm gemacht. Dass das Zeichen halt abweicht. So, war das hier? Schon mal so ein Symbol. Ja, hier kommt man nämlich irgendwie auf die Autobahn. Das ist dieses Autobahnkreuz. Autobahnkreuz Moppethausen. Das müssen wir mal ganz kurz einmal irgendwie nur aufdecken. Dann die ganzen Dinger da müssen wir uns irgendwann mal angucken. Komme ich da sogar rein? Ich habe keine Ahnung. Also dieses Gebiet ist echt ziemlich verwirrend. Achso. Guten Tag. Ach ja, legendärer Raider. Schönen guten Tag. Aua, jetzt noch einer. So. Schlagstock. Nicht ganz so geil. Ich nehme mal mit und das nukleare Material. Achso, da kommen wir so rum hin. Und da kommen wir wohin? Ja, ich komme ja schon. Oh, die halten schon mehr aus. Aua. Irgendwann wird dir die Munition abgehen. Nee, nee, da habe ich genug von. Keine Ahnung, wo ich hier bin. Ich die geringste.
alles mal mit. Achso, das war oberhalb von dem Moped-Ding. Verstehe ich. So, und da müsste das Autobahnkreuz sein. Und das ist... Das hatten wir doch schon mal, dieses Autobahnkreuz. Das war hier unten. Was, wie hieß denn Ditte? Nee, das war es nicht. Wo war das denn? Irgendwo hatten wir so ein... Ja, ja, ist mir... Das, die werden ja immer entführt. Die lassen sich ja alle klauen. Da. Autobahnkreuz Masspike. Dann ist hier irgendwo halt noch ein Autobahnkreuz und liegt nahe, dass das irgendwo da oben ist. Wie komme ich denn da hin? Naja, ob das so der offizielle Weg ist? Glaube ja fast nein. Komme ich da rüber? So, da hoch. Nein, der Kern war alle. Oder was weiß ich, was alle war. Ah, die Aktionspunkte waren alle. Das war scheiße. Da komme ich jetzt nie wieder hoch. Mist, Mist, Mist. Das heißt, ich muss hier rüber. Aber da komme ich weiter hoch. Perfekt. Wo immer ich auch bin. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Speicher mal. Nicht abstürzen. Ihr redet gerade über Silke Duschstar? Ja, das ist die Schwester von Michael Bravestar. Verstehe ich schon. Worüber redet ihr? Und über Mods. Ja, das sind die mit dem Schwert. Kann man sich halt so merken, wenn ich brav, dann Kopf ab. Ich glaube, das ist der Sinn des Schwertes. Warum die eigentlich keine... Das ist aber eigentlich schon wieder ziemlich aggro, was Twitch da macht mit dem Schwert, ne? Ich meine, die hätten ja auch einfach ein Gänseblümchen nehmen können. Dann quasi nicht bist du böse Kopf ab, sondern eher die Boten der Liebe. Die Verteiler der guten Gefühle. Das wäre auch irgendwie viel cooler. So ein Gänseblümchen. Ah, so. Wer will was? Supermutanten-Biest. Achso. Da werden wir mal reinkommen. Fallen Skybridge. Das Schiff, das da oben hängt. Zu gut. Sind. Au! Hier ist noch einer. Wo denn? Der Turm schießt! Der Turm hat auf mich geschossen! Böser Turm. Was muss ich denn abonnieren? Gar nichts. Abonnieren ist quasi eine Form von Support, Trafalgar. Es gibt unten einen Knopf. Ich weiß nicht, ob du
mit PC hier bist oder mobil. Quasi, wenn du mich und die Community damit unterstützen möchtest, gibt's halt diesen Knopf mit Abonnieren. Das kostet 4,99 € im Monat. Dadurch erhältst du dieses /Socked vor deinem Namen, also dieses Logo, dieses Asset, das verstärkt halt dieses Wir-Gefühl und du kannst halt die Emotes halt nutzen, die ich hochgeladen habe, wie den Mobs, die Estos, die Vs, pipapo. Und von diesem Betrag, den du halt zahlst, krieg ich einen Teil und Twitch kriegt einen Teil. Und das ist halt dieses Abonnieren. Das ist quasi eine Form von Unterstützung. Andere spenden halt oder machen eine Donation. Andere drücken halt den Knopf, weil sie davon halt dementsprechend die Emotes halt haben. Das ist halt Abonnieren. Das ist halt absolut freiwillig. Weitere Vorteile dadurch hast du bei mir nicht, weil ich dir nicht quasi, weil ich nicht unterscheide zwischen Abonnenten und Nicht-Abonnenten. Das wollte ich sagen. Manche wollen halt die Leute dazu drängen zu abonnieren und machen halt verschiedene Boni oder aktivieren verschiedene Boni. Die habe ich halt nicht aktiviert, das heißt bei mir hat jeder Zuschauer halt das gleiche, außer halt die Smileys. So, da komme ich hoch und da komme ich hoch. Verstehe ich. Warum sind die Mobs rot? Das liegt an meiner Powerrüstung, Chimera. Ich habe eine Zielerfassungs-HUD mir eingebaut in meinem Kopfteil von der Power Armor. Die markiert mir Gegner, leider aber auch Freunde. Also alles, was lebt, markiert mir mein Powerrüstungshelm rot. Dass ich es leichter erkennen kann, weil ich so ein blinder Bob bin und das nie erkenne, wenn irgendwas Schlimmes im Busch ist. Ach Gott, da komme ich nie wieder raus, da springe ich nicht rein. Deswegen habe ich mir die eingebaut. Hab 360. Ach so. Was ist Hab 360? Wie ging das im Ding? Warte mal, ich gucke mal eben. Robson. Commands. Slash Sub war's. Also Ausrufezeichen Slash Sub mit dem Namen hinten dran, Robin. Slash Sub. Das war das Command, was du, glaube ich, suchtest. Ja. Slash Sub müsste es sein. Das müsste es sein. Ups. Hier die lustigen Commands. Unten da drin. Gut, also wir haben hier einen Hub. Und da unten ist noch ein Typ. Ein Granatsoldat. Dann kommen wir noch einen Schritt. Und da geht's auch weiter. Und da oben kommen wir auch hin. Ja gut, gucken wir dann mal hier in diesen Hub rein, würde ich sagen. Was immer dieser Hub auch ist. Speichern wir nochmal und gucken da rein. Danke. Ja, ich muss selbst nachgucken. Mein Gott, die Liste mittlerweile an Commands ist so lang, Mann. Ich kann mir das auch nicht alles merken. Der Bot ist so umfangreich geworden. Da auch nochmal ein dickes Danke an André. Ich hab den, ist ja heute da, fucking awesome. Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Auf jeden Fall, falls du es hörst, dickes Danke nochmal für den Bot. Er rennt, er macht das, was er soll und das macht er richtig gut. Und wir gucken mal in Hüb Stevens 360 Grad rein. Genau. Wenn du mit Paysafe abonnierst, läuft das automatisch irgendwann aus, weil du hast ja nur einen gewissen Betrag. Du kannst hier halt, wenn du, nehmen wir mal an, eine 50 € Paysafe-Karte hast, kannst du dir halt aussuchen, wie viele Monate du damit abonnieren willst. Da kannst du halt sagen, 1, 3, 6, je nachdem, wofür der Betrag halt reicht. Und wenn dann quasi die Monatsanzahl, die du abonniert hast, um ist, läuft es automatisch aus. Anders sieht es halt bei PayPal aus, worüber ich zum Beispiel immer abonniere. Das wird dann, wenn du es nicht kündigst, automatisch verlängert. Dann zahlst du halt jeden Monat deine 5 Dollar oder 5 €, was das sind. Und es wird automatisch halt verlängert, bis du halt sagst, ich möchte nicht mehr.
Und dann kannst du auch jederzeit kündigen. Da gibt es auf der linken Seite den Knopf Abonnements. Da siehst du dann deine gesamten Channels, die du abonniert hast. Und da kannst du oben dann einen Knopf drücken, bei dem jeweiligen Kanal Abonnement nicht verlängern. Und dann wird auch nichts mehr von PayPal abgebucht. Also sprich, das Kündigen ist relativ easy und nicht super tricky. Anwesend, aber still und danke. Bitte. Ehre, wem Ehre gebührt. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind und ob wir da auch jemals anders reingekommen wären. Kaffeeterrasse. Ah, da waren wahrscheinlich, lag der andere, ne? Da war die Leiche drin. Da hätten wir runterhüpfen können, glaube ich. Ja, Trafalgar, einfach zuschauen, nette Kommentare vielleicht noch im Chat schreiben. Das reicht völlig. Alles andere ist optional und muss nicht sein. Wenn es übrig hast, klar, gerne. Wenn nicht, hab einfach so Spaß. Wie gesagt, das ist alles ein Kann und kein Muss. Wie gesagt, es gibt halt Leute, die legen da Mehrwert drauf. Du kannst halt verschiedene Sachen noch einstellen, wie zum Beispiel die Qualität können sich nur... oh Gott! Die Qualität können sich nur Abonnenten aussuchen. Ausgezeichnet. Der Yassi-Plöpper in einer nicht so gepimpten Form. Okay. Halt quasi den Source-Button können nur Leute mit Abo benutzen, nur Abonnenten können im Chat schreiben. Also du kannst da halt einiges einstellen und das mache ich halt alles nicht, weil ich da nicht unterscheiden möchte. Weil sonst hätte ich so das Gefühl, ich würde euch zu irgendwas drängen und das soll es nicht. Das soll einfach freiwillig sein und gut ist. Ja, genau, aber das war hier, wo ich schon dachte, wenn ich runterspringe, wie komme ich da jemals wieder hin? Ja, Yassi, aber auf jeden Fall pass auf Mario auf. Wie gesagt, Bronchitis bzw. Richtung Lungenentzündung. Damit ist nicht zu spaßen. Wie gesagt, guck, dass er nicht zu viel dampft. Und dass er sich wirklich gesund pflegt. Und ich weiß, ihr haltet nicht viel von Krankenschein, aber er soll das auskurieren und lieber eine Woche länger einen Krankenschein und zu Hause bleiben, als direkt wieder so halb fit auf die Arbeit gehen und nochmal wieder von neu alles. Wie gesagt, gerade mit der Lunge, das solltest du nicht verschleppen. Wenn das chronisch wird, ist das richtig kacke. Weil man hat ja nur eine Lunge und die braucht man noch fürs Dampfen. Die kaputt zu machen, wäre nicht ganz so lustig. Aber hier ist auch nicht mehr drin in diesem Hub, glaube ich. Können noch mal gucken, wohin der Fahrstuhl führt. Aber ich glaube, der führt einfach nur wieder nach oben. Nee, nach unten. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja, wie gesagt, geh da mit ihm ins Theaterviertel. Also dieses Gebäude haben wir tatsächlich nicht entdeckt. Theaterviertel. Nehme ich mal mit. Also im Moment
Wobei ich glaube, wir haben halt schon relativ viele Comics gefunden, aber im Moment finde ich so ein bisschen schade, haben wir einige Orte jetzt, gerade letzten Stream und diesen Stream hier schon, gehabt, wo keine Comics sind. Also entweder übersehe ich die jetzt in letzter Zeit dezent, oder es sind wirklich nicht mehr viele Comics im Spiel drin. Was halt schade wäre. So, ich gehe jetzt einmal raus, gucken, wo ich hier draußen hinkomme und dann gehen wir wieder den Weg nach oben. Weil ich hoffe, dass ich dieses Gebäude hier eventuell noch entdecke, weil es muss ja von außen einen Namen haben, wenn wir von außen schon drankommen. Wo hast du den Hund her? Den findest du relativ am Anfang des Spiels Dragon Office. Also den kannst du eigentlich, glaube ich, fast nicht übersehen. Also im Endeffekt, wenn die erste Quest dich aus Sanctuary rausschickst, stößt du schon auf den. Also den nicht zu finden, ist, glaube ich, fast unmöglich. Space Hoshi, sei gegrüßt. Und Sarah, gute Nachricht mit deinen Halsschmerzen. Wie gesagt, habe ich ja gestern schon gesagt, glaube ich. Guck mal in, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, auf meinen YouTube-Kanal, das erste der zwei Last of Us Let's Plays, also das von der PlayStation 3, in den ersten ein, zwei Parts. Ich klinge wirklich, als ob ich einen Stimmverzerrer benutze. Es ist so krass gewesen. Ich wollte dieses Spiel halt unbedingt spielen und Let's Playen und meine Stimme war halt total tot. Wie heißt das denn? Hub 360. Na gut, wir gehen wieder nach oben. Wir wollten ja oben weiter gucken. Das ist normal. Ich habe auch ganz viele doppelt. Leider. Ist vielleicht ein kleiner Kritikpunkt. Sie hätten statt so viele der gleichen Rüstung einfach vielleicht nochmal ein, zwei andere reinmachen sollen. Will dir ja jetzt auch nicht vorweggreifen, wie viele unterschiedliche es gibt. Aber es gibt mehr doppelte als unterschiedliche. Hier mussten wir wieder hoch, ne? Ja, weil ich will da oben weiter gucken. Fahre ich jetzt wieder runter? Ja, wenn du wirklich eine ganz richtige, heftige Grippe hast, kann ich auch nicht dampfen. Dann musst du es halt ein paar Tage lassen. Liebe ist für alle da. Die Silke. Alter Schwede. Ist Farbe einstellbar? Grüne Flüssigkeit, Blut. Das ist kein Blut. Das liegt einfach daran, die Waffe, die ich hier habe, schießt noch Plasma. Deswegen, werden die manchmal zu so einem grünen Häufchen, die verglühen. Oh, der hatte so ein feuriges Gewehr. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin irgendwo komplett anders. Ich bin ja viel höher. Ich wollte ja nach da. Und bin nun hier. Hier wollte ich ja gar nicht sein. Ja, ich guck mal, ob ich hier irgendwie wieder runterkomme. Ach du Scheiße. Treffe ich das? Alter Schwede, das ist meine Aussicht. Das ist der Grund, warum ich heute eine Powerrüstung noch anhabe, weil wir hier in Ebenen rumkraxeln.
wo nie ein Mensch zuvor gewesen ist. Ja, ich speichere mal. Ich hoffe, ich treffe die Brücke. Immerhin. Hey Santa, sei gegrüßt. Da oben will ich nämlich nochmal hingucken, was da ist. Ja, warte mal, da müssen wir auch schon wieder rüber boosten. Irgendwie. Und jetzt hänge ich schon wieder fest. Nein! Okay, hier bin ich schon wieder stuck. Ja, das haben sie schlecht bedacht, dass es hier mit dem Powerjet dann doch, also Power Armor Dingsbums mit Jump Pack doch hinkommst. Ja, ich hätte da einfach hochgehen sollen. Komme hier nämlich nicht mehr weg. Kann nicht springen. Weil ich hier keinen Boden unter den Füßen habe irgendwie. Und hier irgendwie schon wieder drin hänge. Das haben sie dumm gemacht. Schon wieder kaputt gemacht. Ja, komm, laden. Deswegen habe ich aber vom Runterspringen gespeichert. Quick Save. Bup. Da fuck. Paar Framedrops hasste. Aber es ist im Großen und Ganzen, wir haben es 150, 160 Stunden gespielt. Ich musste jetzt zweimal neu laden, seitdem wir das Jetpack haben. Weil du damit irgendwie irgendwo hinkommst, wo du gar nicht hinkommen solltest. Framerate ist okay. Also wie gesagt, ab und zu hast du ein paar Drops, aber es ist halt immer spielbar. Du merkst halt ab und zu in vollen Gegenden, dass sie mal ein bisschen droppt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, Kackspiel. Schlechteste Performance ever. Also wie gesagt, ich bin es halt von Souls halt gewöhnt, dass es auch bei den Souls-Spielen mal ein wenig ruckelt. Machen wir das hier. Zerstörter Wolkenkratzer. Speichern wir nochmal. Und gucken wir mal rein. Adia, sei auch gegrüßt. Der Mockster will mich unbedingt beim Oddworld nochmal sehen. Ich glaube, so haben wir uns auch kennengelernt. Der kleine, schüchterne Markus spielte, war eines der ersten Spiele, die ich noch nebenbei so gespielt habe im Stream, spielte schüchtern Oddworld und dann kam Mockster rein. Guten Tag, ich bin der Oddworld ESL-Spieler, kann ich helfen? Und ich sagte so, oh mein Gott. So habe ich den Mockster kennengelernt. Hi, hi, hi. So, haben wir hier noch ein Buch? Kann ich ja mitnehmen? Ne, ist verbrannt. Der Mockster. Ich weiß immer noch nicht, wie man da Platin machen kann, alter Schwede. Wo geht's denn hier weiter? Haben Kampf gewollt. Psst, Jassi. Den hat er mir einfach gesponsert, weißt du doch, die aus der ESL da, diese Pro-Gamer, die kriegen da bestimmt gleich 10 Stück. Da hat er mir einfach einen zugeschickt. Weil er den nicht mehr brauchte. Das gehört doch zur ESL-Grundausstattung. Erstmal so ein Paket mit 10 Schülern. Oh Mann. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Hey, Santa, ich hab's ja so ein bisschen halt gespielt, das jetzt ohne Witz, aber die Platin beinhaltet ja alle Gefangenen zu retten.
Respekt an Moxa an der Stelle. Ich würde da durchdrehen. Aber nun kann ich beruhigt gehen. Nee, nee, du musst beruhigt bleiben. Bleib hier! Ups. So, geht's hier hin? Yassi, ich wünsche dir eine gute Nacht, meine Liebe. Komm gut in den Lurk-Modus. Dann wünsche ich dir auch schon mal einen guten Rutsch morgen. Ich meine, wir werden uns wahrscheinlich noch schreiben. Aber schon mal vorab. Sonst heißt es nachher, ich hab's nicht gemacht. Mach das, Yassi. Komm gut ins Bett. Und in den Lurk-Modus natürlich. Bin ich jetzt hier schon einmal rumgegangen? Fahrstuhl. Nach oben? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Weil das so ist, Natakis. Du kannst in Dark Souls 1 nicht überall zu jedem Leuchtfeuer porten, nur zu bestimmten. Es ist nicht wie in Dark Souls 2. Das ist normal. Das ist normal in Dark Souls 1, was ich aber auch wesentlich geiler fand, muss ich sagen. Da du halt gewisse Routen halt öfters gehen musstest, dadurch hast du die Welt auch besser kennengelernt. In Dark Souls bist du ja wirklich nur Wege einmal gegangen, also in Dark Souls 2, und hast dich dann immer geportet. Und da fand ich halt relativ Käse. Weil so ein bisschen, muss man die Welt schon erkunden. Und wenn man sie halt nur einmal erkundet und dann immer überspringt mit den Leuchtfeuern, das finde ich suboptimal. Kannst dir auch vorstellen, warum Blizzard jetzt mittlerweile bei fast jedem Add-on, was sie dann gemacht haben, die Flugmounts deaktiviert haben. In der Levelphase, dass du halt tatsächlich laufen musst. Da erlebst du halt deutlich mehr, als wenn du nur durch die Gegend wuppst. BB ist ein bisschen kurz, ja. Leider, Balter, einziger Kritikpunkt. Beziehungsweise dann, wenn du durch bist, dass der Wiederspielwert nicht ganz so hoch ist. Das kommt halt leider noch dazu, dass es sich nicht halt nochmal lohnt, mehr als zwei, dreimal unbedingt zu spielen. Was ich mich frage, wie komme ich denn in die obere Etage? Da oben. Ah, hier. Die Frage zu fragen heißt, die Antwort zu finden. Da war ja der legendäre Gunner. Eher ungeil. Naja, und auch eher unspannend. So, wo war denn jetzt? Hier war doch ein Ausgang. Den habe ich doch gerade gesehen. Da können wir ja in den Finanzbezirk, glaube ich. Wo war das denn? Was hier? Ach ne, hier ist noch eine Tür. Habe ich gar nicht gesehen. Skandalös! Aber hey, BB bietet doch diese tollen Chalice Dungeons. Ja, natürlich. Hä? Welche Tür habe ich denn jetzt aufgemacht? Ach so, die Tür. Wie dumm. Natürlich, mit Spaß für Jung und Alt. Im nie dagewesenen, ständig sich ändernden, coolen Level-Designs. Mit nie dagewesenen, sich ständig ändernden Gegnern. Und nie dagewesen, sich ständig ändernden Bossen und Loot. Und wenn sie glauben, dass wir lügen? Nein! Meine Waffen. Ja, kann ich machen.
ist MacFlo oder MC Flow? Das ist eine interessante Frage. So wie in Bioshock, ne? Dieser Dreharm, bzzzt, einfach durch die Tür. Hätte man machen können. Markus, Pause? Oh. Ey, wir spielen doch gerade erstmal 5 Minuten. Null Uhr ist bei uns immer Pause. Deswegen muss ich jetzt wohl Pause machen. Ladebalken des Todes. Ladebalken des Monstertodes. Wo bin ich jetzt hier? Pinnacle Hochhaus. Ach so. So, dann ist das nächste Ziel da. Nach der Pause. Waffen. Gehe ich schon mal rein. Also offiziell ist jetzt quasi Pause. Wenn ihr jetzt schon gehen wollt, geht. Gleich gibt es 3 Minuten Werbung für alle, die die Adblock anhaben. Musik. Spielbetrieb tatsächlich geht um 0.15 Uhr weiter. Ich zeige nur mal ganz fix die Waffen. Und, aber es ist quasi schon Pause. So, da habe ich einmal hier den Beats Toaster Fabrik. Das ist ein Gauss-Gewehr. Macht 573 Schaden. Dann habe ich den Dr. Planlos Sparplasma. Verursacht doppelten Schaden, wenn das Ziel volle Gesundheit besitzt. Ist halt ein Plasmagewehr, was halt ballistisch und Plasmaschaden macht. Dann habe ich den Hennigmacher. Ein 308er Gewehr, feuert ein zusätzliches Geschoss ab, macht also quasi 2x 258 Schaden. Dann habe ich den Yassi-Plöpper. Kritischer Treffer verursacht einen doppelten Schaden und der Balken für kritische Treffer füllt sich 15% schneller. 207 Schaden auf Laserzellen. Dann habe ich dabei den Spikes Toadmacher. 25% mehr Schaden und Körperteilschaden mit ein bisschen höheren Rückstoß auf Schrot. Und VW Recursive, die habe ich die ganze Zeit benutzt. 149 ballistisch, 28 Plasmaschaden oder Energieschaden und kann Gegner schmelzen. Der Recursive schmelzt sich einfach durch die Gegner durch. Das sind die Waffen, die ich tatsächlich jetzt benutze. So, mehr gleich nach der Pause.